Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der WrestleMania Vorschau. Und heute machen wir das Match Seth Rollins gegen Randy Orton. Und ich bin Seth Rollins, weil ich denke, dass er gewinnen wird. Und es wäre cool, wenn er gewinnen würde. Und ja, deshalb spiele ich Seth Rollins das WrestleMania Match zwischen den beiden. Zum Aufbau kann man so viel sagen. Es ist eine Vorgeschichte und zwar ist November müsste es. November, Oktober ist ja Randy Orton ja so ziemlich gegen Seth Rollins geturnt. Also er wollte Rache nehmen, nachdem Seth Rollins ihn zweimal, glaube ich, einen Curbstomp verpasst hat. Oder einmal, glaube ich, nur. Und dann hat ihn Seth Rollins quasi Randy Orton aus den Shows rausgeschrieben, indem er richtig attackiert hat mit Curbstomps gegen den Kommentatorenpult und gegen die Treppen. Da hat er zwei Curbstomps verpasst. Und dann war er quasi 2-3 Monate weg. Kam dann bei Fastlane wieder, hat dann Seth Rollins attackiert. Also sein Return und so weiter. Danach kam es aber dazu, dass er, er einfach, anscheinend sich mit ihm vertragen hat, mit ihm gut verstanden hat und so weiter. Und dann gab es den einen Abend, wo, gesagt hat, Familie und so weiter, das Authority. Und dann gab es diese brutale Attacke, wo Randy Orton Seth Rollins so derbst zerstört hat. Ich fand's geil. Also ich fand's richtig geil gemacht, wenn man ihn zerstört hat. Natürlich, fand ich sehr, sehr geil. In der nächsten Woche dann, ja, wurde ein bisschen drauf eingegangen, aber Seth Rollins ein bisschen scheiße dargestellt. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn Seth Rollins einfach diese Fehde ohne die JJ Security machen würde, es wäre viel, viel besser, weil ich weiß nicht, diese JJ Security, die schaden ihn. Die schaden ihm, glaube ich. Also, ohne JJ Security wäre es viel besser, zum Beispiel wie er beim Royal Rumble dargestellt wurde. Oder vorm Royal Rumble. Da wurde er richtig geil dargestellt, richtig gut. Und jetzt, naja, wurde er mehr wie weich. Und ich würde sagen, JJ Security sind eher eine Plage für ihn. Und ich hoffe bei diesem Match, dass die JJ Security vielleicht nicht beim Ring mitkommen oder gar nicht im Match eingreifen, was sie wahrscheinlich machen werden. Aber ich hoffe es nicht. Oder Seth Rollins mit einem neuen Bodyguard rauskommt, der halt wie ein Bodyguard ist, weil JJ Security einfach geile Bodyguards sind. Oder Security richtig. Die ganze ja locker verprügeln. Also deren Charakter natürlich nicht im Real Life, also es ist nichts gegen Real Life, sondern nichts gegen die Real Life Leute, sondern im Charakter, also Joe Mercury und Jamie Noble. Ja, also ich fand natürlich den einen Teil stark, aber den hätte man ein bisschen besser machen können, vielleicht auch ein bisschen länger aufbauen sollen. Das wäre vielleicht sehr viel geiler gewesen, meiner Meinung nach. Und von daher, so. Gut. So. Gut. Jawohl. So. Und The Architect. Und ich glaube auch, dass das WrestleMania-Match zwischen den beiden auch. Ja. Also das Match zwischen den beiden wird gut. Das glaube ich. Weil Randy Orton kann super wresteln. Dass ein Seth Rollins wresteln kann, das wissen wir alle. Denke ich mal. Hoffe ich zumindest mal. Und daher wird es ein super Match, denke ich mal. Ich bin mal gespannt, wie man es aufbaut. Ob man es wirklich als so einem richtigen Wrestling-Match aufbaut oder zu einem richtigen Brawl. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Weil beide Varianten sind nicht schlecht und beide Varianten werden auch gut. Nur die Frage ist, wofür man sich nicht hat oder eine Mischung aus beiden. Mal sehen. Bin ich mal gespannt. Und freue mich auch sehr auf dieses Match. Muss ich ehrlich sagen. Also ich freue mich schon. Ein bisschen auf dieses Match, muss ich sagen. Also auch wenn ich mir den Aufbau ein bisschen besser gewünscht hätte, muss ich ehrlich sagen. Also, das kann man schon ein bisschen kritisieren. Aber okay. So. Gut, und Body Slam. Und jetzt. Nee, komm. Schöner Kick. Und jetzt Seth Rollins. Und, scheiße. Und die Architect from the Shield. Wunderbar. Seth Rollins. So. Oh, come on. Schöner Frog Splash. So. Gut. Ich glaube, wir mussten ihn aus dem Lauf machen, oder? Nee. Oder was hat er überhaupt als Signature? Signature hat er den? Was? Ecke, Gegner am Boden, Turnbuckle.
Ach, nur an der Ecke, okay. Alles klar, dann wirst du mir Bescheid. So. Jetzt kommt Randy Orton mit seinem Knie. Stomp! Ja. Auf jeden Fall denke ich, dass sie das Match sehr, sehr gut für sind. Was denkt ihr? Wie wird das Match sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so für Gedanken habt. Ich weiß auch, dass es das dritte Video in diesem Abend ist. Also das dritte Video, was ich heute in der WrestleMania-Vorschau habe. Ich kann so viel sagen, ich weiß nicht, oh, heute Abend kommt eventuell noch eins. Ich weiß es aber noch nicht. Das will ich nicht versprechen. Je nachdem, ob ich auf dieses Match Lust habe. Und das ist auf einer das Divas-Match. Ich weiß noch nicht, ob ich das bringen soll. Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall, die anderen drei habt ihr heute schon gesehen. Zum Beispiel das IC-Match. Und das United States Championship Match. Und jetzt Kurt Stomp. Und jetzt der Kurt Stomp. Kurt Stomp von Seth Rollins. Und jetzt 1, 2 und nein, Orton kickt aus. Orton kickt aus. So. Gut. Oh nein. So, ja. So, und nein. Und nein. Scheiße, nein. Den DDT zeigt er? Zeigt er den? Den DDT zeigt er. Den DDT zeigt er. Oh nein. Pinnt er mich? Pinnt er mich? Und nein, natürlich nicht. Oh, jetzt habe ich Angst vor dem RKO. Aber ich verändere den. Nein! Fast Press! Shit. Oh, bitte nicht. Nein. Oh, oh. Ja! Punt Kick verändert. Und jetzt. Yo! Finisher. 1, 2. What? Der kickt trotzdem aus. Und es war ein Finisher. So. DDT. Oh. Ja. Oh, scheiße. Nein. Nee. So. Und jetzt. Oh Gott, ist das Match spannend hier. So, und jetzt. Neckbreaker. Da kann ja kein AKO mehr zeigen. Von daher. Gehen wir hoch. Und Frog Splash. So. Und. Ja. So. Oh, schöner Kick von The Architect from the Shield. So. Und jetzt. An die Ecke. So. Was hat er denn gezeigt? Ach ja, genau. Diese Powerbomb. Und jetzt. Der Kurt Stomp. Der Kurt Stomp, oder? Und jetzt. Kurt Stomp! Kurt Stomp. Kurt Stomp. Aber. Nein, Orton. Ich muss dich zerstören. Und jetzt noch einmal. So. Und jetzt. Und jetzt. Kurt Stomp! Oh, jetzt wurde es in einem coolen Spot gezeigt. Und jetzt 1, 2, 3 nach 3 Kurt Stomp und einem anderen Finisher und dieser Turnbuckle Powerbomb. Haben wir es geschafft! Wir haben es geschafft. Das war, glaube ich, der erste Kurt Stomp, wo er ausgekickt ist, oder? Ja, müsste. 1, 2 und dann der Kickout. Und dann der DDT. Und dann wollte Randy Orton den Punt-Kick zeigen. Ah, nee, das war Pinte. 1, 2 und kickt aus. Und dann den Kurt Stomp. Und dann 1, 2, 3. Und das war's. Was tippt ihr? Ich tippe auf Seth Rollins wird gewinnen per Pinfall. Was sind eure Tipps? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Vorschau. Bis dann und ciao.